Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir werden heute mal wieder gemeinsam kochen, essen und dann vielleicht auch noch ein bisschen was zusammen trinken. Ich werde mir heute mal wieder eins meiner in letzter Zeit irgendwie Lieblingsrezepte machen, und zwar ist das so Hähnchenbrust mit getrockneten Tomaten, normalen Tomaten und ganz vielen Kräutern und Zwiebeln und Knoblauch. Ich habe euch das Rezept in der Infobox verlinkt, aber ihr könnt natürlich auch alles andere nebenbei kochen oder einfach nur zugucken. Ich zeige euch erstmal die Zutaten, die wir jetzt dafür brauchen. Und zwar brauchen wir dafür eine rote Zwiebel, dann 3 Knoblauchzehen, so getrocknete Tomaten, normale Tomaten, ein bisschen Hähnchen, das habe ich jetzt schon vorbereitet, also gewaschen und das Fett abgeschnitten. Dann haben wir hier noch Balsamico-Essig und Olivenöl und später kommt dann noch ein bisschen Toast dazu. Eigentlich Pita-Brot, aber ich habe vergessen, das zu kaufen. Deswegen muss Toast genügen, also zum Eindippen dann. So, ich habe euch jetzt mal in einen anderen Winkel gestellt, weil ihr sonst, glaube ich, gar nicht seht, was ich mache. Deswegen geht es jetzt mal so rum los. Und zwar werde ich jetzt erstmal hier die Tomaten klein schneiden, die getrockneten Tomaten schneiden. Zwiebeln und Knoblauch hacken und nebenbei mit euch über was anderes quatschen. Ich habe nämlich mal wieder auf Instagram gefragt, ob ihr Themenvorschläge habt, über was ich reden soll. Und ihr habt mir einiges geschrieben. Ich suche jetzt mal ein bisschen was raus. Und zwar geht es los mit, was tun, wenn man grundlos einen schlechten Tag hat. Und oh mein Gott, Leute, das ist mir schon so oft so gegangen, dass ich einfach aufgewacht bin. Es ist nichts passiert und mir ging es einfach nicht gut. Ich hatte einfach so dieses negative Gefühl im Bauch oder in der Brust eher und wusste gar nicht so richtig, woher das eigentlich kommt. Und das ist halt voll nervig, weil wenn man weiß, woher etwas kommt, kann man es, finde ich, irgendwie noch besser beheben. Aber wenn man überhaupt nicht so realisieren kann, woher das kommt, dann ist das irgendwie schwieriger. Auf jeden Fall, was ich dann immer mache, ist, dass ich mir wirklich, also wirklich nochmal Gedanken mache, so woher könnte das gerade kommen, und vielleicht finde ich ja dann irgendwie was, was mich gerade stört und was ich vielleicht beheben kann. Aber manchmal ist es ja auch wirklich so, dass man da einfach nichts findet und dass man einfach wirklich grundlos einen schlechten Tag hat. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich wirklich Dinge mache, die mich glücklich machen. Ihr kennt ja vielleicht diesen, ja, schon langsam ein bisschen kitschigen Spruch, do more of what makes you happy. Aber das Ding ist, manchmal macht man wirklich zu wenig von dem, was einen eigentlich glücklich macht. Und ich nehme mir dann an solchen Tagen immer bewusst Zeit für mich und sage mir dann, okay, dann machst du heute eben mal nicht das, was du dir eigentlich vorgenommen hast oder was dir vielleicht nicht so viel Spaß macht, sondern mach Dinge, die dir Spaß machen. Ich mache dann halt meistens auch ein bisschen Sport und bewege mich ein bisschen, gehe spazieren, gehe raus an die Natur, und dann geht es mir meistens schon viel besser. Wirklich so Bewegung hilft echt viel und vor allem auch mal so Tapetenwechsel, also wenn man rausgeht. Weil ich glaube, oft kommt dieses grundlosen schlechten Tag haben jetzt gerade in der Lockdown-Zeit einfach davon, dass einem die Decke auf den Kopf fällt. Und das ist natürlich vollkommen verständlich irgendwie. Aber wenn man mal rausgeht, dann bringt das irgendwie schon sehr viel, finde ich. Ansonsten höre ich immer noch ganz viel Musik an solchen Tagen. Ich finde, Musik ist auch so, das kann einen so in andere Stimmungen bringen. Also meistens natürlich schon während des Sports. Und dann habe ich mir auch so eine kleine Duschbox, also so ein Lautsprecher, der wasserdicht ist, für die Dusche gekauft und höre dann auch nur der Dusche Musik. Und da geht es mir echt meistens schon viel besser. Und schaue dann auch irgendwas an, was mich zum Lachen bringt. Irgendeine Comedy-Serie oder irgendein Comedian oder so. Und ja, das ist für mich dann schon irgendwie meistens die halbe Miete, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. So, okay, das waren jetzt die Tomaten. Die kommen jetzt hier, ich weiß gar nicht, seht ihr das? Nee, ihr seht das nicht. In so eine Auflaufform rein, auf den Boden. Like this. So. Weiter geht's mit den getrockneten Tomaten und mit der nächsten Frage. Und zwar, wonach wägst du ab, ob du eine Kooperation machst oder nicht? Da gibt es eigentlich mehrere Faktoren. Also meistens ist es so, dass ich erstmal gucke, ob der Kooperationspartner überhaupt seriös ist, weil Leute, ihr glaubt gar nicht, wie viele unseriöse Anfragen ich bekomme, wo einfach irgendwie nur eine E-Mail ist und nicht irgendwo unten. Also normalerweise bei einer seriösen E-Mail von einer seriösen Firma steht unten quasi in dieser, nachdem viele Grüße, steht dann immer noch die Umsatzsteuer-ID und diese ganze Adresse und so von der Firma drin. Also einfach so ein paar Details, an denen man sieht, okay, wo sitzt die Firma und ist die Firma wirklich registriert und so weiter. Ich kriege oft, also gerade von so asiatischen Firmen, Anfragen, wo halt einfach unten gar nichts weiter steht, dann sehe ich schon, okay, da sitzt irgendwie keine seriöse Firma dahinter, und dann mache ich das schon gleich gar nicht. Dann schaue ich natürlich, ob mich das Produkt auch anspricht und ob das auch für meine Community was sein könnte. Also ich hatte auch zum Beispiel schon irgendwie Anfragen von irgendwelchen Perkenfirmen und Firmen von, was war das, ja, VPN-Clients, wobei das könnte man eventuell noch gebrauchen. Aber einfach so Sachen, wo ich mir so denke, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt so auch der richtige Ansprechpartner bin. Die mache ich dann eben auch nicht. Dann schaue ich mir auch immer noch die Website an und die Details zu den Produkten und
Ja, dann lasse ich mir das meistens auch erstmal zuschicken und teste das erstmal einen Moment, also weiß ich nicht, wenigstens so irgendwie 2 Wochen, sodass man so ein bisschen schon mal einen Eindruck hat von dem Produkt. Und erst dann wird eben darüber entschieden, ob ich die Kooperation dann mache oder nicht. Eine andere Frage war auch, mit welchen Firmen ich nicht zusammenarbeiten würde. Und das lässt sich jetzt pauschal gar nicht so genau beantworten, weil ich jetzt natürlich auch nicht alle Firmen kenne und ich möchte jetzt auch gar keine Firmennamen nennen und irgendwelche Firmen oder Influencer, die dafür Werbung machen, roasten. Aber ich persönlich würde zum Beispiel nicht für irgendwelche Fitness-Tees oder so Werbung machen, weil ich honestly einfach weiß, dass es nichts bringt so und dass es halt irgendwie auch krass überteuert ist, wenn man da, weiß ich nicht, mehr als 20 Euro für so einen Tee bezahlt, also für so eine Packung. Und jegliche andere Abnehm-Shakes, also nicht zu verwechseln mit Eiweißpulver, das ist was komplett anderes. Also ich meine so diese richtigen Abnehm-Shakes, die man, also mit denen man so die normale Ernährung ersetzen soll und dann irgendwie ganz schnell abnehmen kann damit angeblich. So, das würde ich halt auch nicht bewerben, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, das war der Backofen, dass ich relativ viele Essgestörte oder ehemals essgestörte Mädels in meiner Community habe und ich möchte die natürlich nicht mit so einem Zeug dann irgendwie triggern oder so. Genau, sowas. Ansonsten, ich weiß gar nicht, mir fallen irgendwie gerade keine anderen Produkte ein. Ich würde auch, ich habe dafür schon mal Werbung gemacht, aber würde ich nicht nochmal machen fürs, keine Marke nennen, für dieses Bleaching-System für die Zähne. Einfach weil, weiß ich nicht, also ich finde es erstens ein bisschen cringe mit diesen Dingen da im Mund, da immer dann so die Kamera zu lächeln. CH und SCH-Fehler hier an der Stelle. Und zweitens weiß ich jetzt nicht, ob das so viel bringt. Also ich hatte schon das Gefühl, als ich das mal beworben habe, das ist schon ganz lange her, dass es was gebracht hat, aber es kann auch gut sein, dass es einfach Einbildung gewesen ist, I don't know. Übrigens, kleiner Trick hier, habe ich letztens mal irgendwo gesehen auf TikTok, wenn man einen nassen Lappen neben das Brett legt, wo man Zwiebeln drauf schneidet, dann muss man nicht weinen. Voll cool, oder? Weil Zwiebeln attracted to water sind und sich dann jetzt hier halt den Lappen suchen und nicht meine Augen. Ziemlich nice. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Wieso hast du jetzt doch mit TikTok angefangen? Weil ich ja immer gesagt habe, ja, ich mache TikTok nicht. Ja, also zum einen habe ich halt immer so gedacht, boah, TikTok ist mir zu cringe. Aber dann ist mir in den Kopf gekommen, du hast auch noch Videos von 2016 online. Hey Leute, heute vlogge ich mal wieder ein bisschen. Das habe ich ja schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. So, dann braucht ihr das nicht zu cringe sein. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich jetzt gar nicht finde, dass es cringe ist. Also ich fand es nur irgendwie, als ich das so von außen betrachtet habe, cringe. Also gerade so irgendwelche komischen Challenges oder so Tanzvideos mache ich ja auch nicht. Aber da finde ich einige Sachen, also natürlich nicht alle und so. Es gibt echt coole, coole Tanzvideos auf TikTok. Aber manchmal trifft es eben dann doch nicht zu. Aber ich mache jetzt viel so sächsische Sachen auf TikTok. Und ich muss sagen, das feiere ich. Ich feiere das total, dass ich mal wieder so für irgendwas in meinem Muttersprachendialekt sprechen kann und macht mir echt viel Spaß, kommt auch mega gut an. Ich habe meinen TikTok auch in der Infobox verlinkt, also falls ihr euch das angucken wollt, go ahead. Nächste Frage, die ich auch sehr spannend fand. Was hatten deine Eltern noch für Namen für dich zur Auswahl? Ich finde das immer wieder witzig und erzähle das auch immer wieder gerne. Und zwar sind die beiden Namen, die für mich als Mädchen in die engere Auswahl kamen, einmal Jane. Was ich richtig cool fand, also ich meine, so früher hätte das nicht zu mir gepasst, also so bis ich so, weiß ich nicht, 17, 18 gewesen bin, hätte das nicht zu mir gepasst, der Name. Aber jetzt hätte es irgendwie auch voll gut zu mir gepasst, oder? Also muss man schon mal sagen. Und der andere Name, wo ich heller froh bin, dass der es nicht geworden ist, also jetzt no front an alle, die so heißen, ne? Aber der wäre Ann-Kathrin gewesen und wir müssen jetzt mal alle zugeben, dass Ann-Kathrin nicht zu mir gepasst hätte, oder? Also, come on. Jetzt kommen doch langsam die Tränen her. Und kleiner Fun Fact dazu noch. Meine Eltern haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie bis zur Geburt, bis zur Feindiagnostik haben sie geglaubt, dass sie einen Jungen bekommen, weil ich wahrscheinlich bei diesem ersten Ultraschall, bei dem zwar schon das Geschlecht festgestellt werden kann, aber scheinbar irgendwie noch nicht so safe, habe ich scheinbar meinen Finger so hier drin gehalten oder so. Und dann haben sie halt gedacht, sie kriegen einen Jungen und dann wäre mein Name Vincent gewesen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das zu mir gepasst hätte, weil keine Ahnung, wie ich als Junge ausgesehen hätte. So, also hier unten drunter sind jetzt die Tomaten, getrockneten Tomaten, Zwiebeln und der Knoblauch. Da habe ich jetzt Hähnchen hier drauf gegeben und jetzt wird das Ganze natürlich noch gewürzt mit Salz, Pfeffer, Rosmarin, dann so italienischen Kräutern und, wie heißt das, Petersilie.
Habe ich jetzt vorhin noch vergessen, bei den Zutaten mit hinzutun. So, bin ich nicht so der Fan davon. Mal ein bisschen weniger. Dann machen wir hier ein bisschen Gib ihm. Also hier, die ganze Sache lebt wirklich von den Gewürzen, deswegen müsst ihr da ein bisschen viel draufhauen. So, a little bit of Rosmarin. Wieso fokussiert das jetzt nicht? Jetzt. Hier die andere Seite aufmachen. Ich weiß nicht warum, aber beim ersten Mal, als ich das gemacht habe, hat das irgendwie richtig, richtig gut geschmeckt. Und dann beim zweiten und dritten Mal zwar auch noch gut, aber nicht so gut. So, jetzt kommt hier noch ordentlich Olivenöl drüber. Ich habe auch schon das Öl von den getrockneten Tomaten hier reingehauen, weil das ja auch nochmal gewürzt ist. Oh, der Ofen knackt schon rum. Ich muss das dann echt langsam mal reintun. So, und dann noch über jedes Stückchen so einen Esslöffel Balsamico-Essig. Also die Kombi schmeckt dann echt gut, auch wenn das jetzt erstmal strange aussieht. So. Jetzt mache ich das noch ein bisschen hier mit dem Pinsel einmal richtig einmassieren. Sieht schon richtig fancy aus, oder? Und zum Schluss kommt noch ein bisschen Petersilie drauf. Da habe ich jetzt nur gefrorene, aber noch besser geht es wahrscheinlich mit frischer Petersilie. Und damit versuche ich jetzt quasi so die Hähnchenstückchen zu bedecken, weil ich Petersilie mega nice finde. Und da kann ruhig viel drauf bei mir. Und das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 30 bis 40 Minuten in den Ofen. Also ich schneide dann immer mal eins an und gucke, ob die fertig sind. Aber ich möchte die halt noch schön saftig haben. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich habe es jetzt 40 Minuten im Ofen gelassen. Ich habe aber dann zum Schluss noch die Umluft angeschalten, weil es irgendwie nicht fertig wurde. So, jetzt seht ihr mich auch mal aus normaler Perspektive, nicht aus dieser Vogelperspektive von da. Aber es ging ja irgendwie vorhin nicht anders. Ich habe mir jetzt noch zwei Toasts dazu gemacht und werde jetzt mal weitermachen mit den Fragen. Und zwar geht es weiter mit der Frage, willst du irgendwann nochmal studieren? Ich hatte diese Frage schon mal auf Instagram beantwortet in der Fragerunde und habe da auch geschrieben, dass ich mir schon durchaus vorstellen kann, nochmal zu studieren, allerdings erstens nicht in der Corona-Zeit. Also ich möchte nicht das Studium von zu Hause aus beginnen. Ich möchte nicht, dass es eine Art Fernstudium wird, obwohl es kein Fernstudium ist. So, wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich ein Fernstudium anfange, dann ja schon, aber nicht, dass es eigentlich ein Präsenzstudiengang ist, aber man das trotzdem alles von zu Hause macht, weil... Nee, das ist, glaube ich, nichts für mich. Und dann möchte ich auch nicht nochmal an einer normalen Universität studieren, weil ich glaube, dass dieses Konzept am Ende das ist, was nichts für mich gewesen ist. Also dieses so, dass man zum Beispiel in einem großen Hörsaal sitzt mit irgendwie 300 anderen Leuten und so sehr für sich ist und das alles sehr nur so diese Beschallung ist und nicht das interaktive Arbeiten. Und ich kann mir dann eher vorstellen, dass vielleicht eine Hochschule was für mich ist, wo man kleinere Klassen hat und dann wirklich auch ein bisschen praxisorientierter arbeitet und ich hatte mich da auch schon mal damit befasst. Und für mich wäre eventuell was in die Richtung Film-Fernsehen was oder in die Richtung Medienmanagement, weil das ja dann, ich habe gerade gedacht, das erkennt ein Gesicht da hinten, ich war gerade kurz perplex, weil das ja dann quasi ein Mix aus BWL und dem, was ich vorher studiert habe, ist. Und grundsätzlich haben mir ja die zwei Studiengänge schon zugesagt, sonst hätte ich die ja nicht angefangen, aber so wie sie dann eben aufgebaut waren, war es halt nichts für mich. Nächste Frage. Du hast ja mal gesagt, dass du zugenommen hast. Hast du jetzt den Drang, wieder abzunehmen? Eigentlich nicht, aber manchmal habe ich so Phasen, wo ich so denke, könntest ja. Ja, also ich habe auf jeden Fall zugenommen, aber halt eigentlich viel Muskeln aufgebaut und bin vor allem dadurch jetzt nicht mehr so zierlich. Also ich weiß nicht, wer mich länger verfolgt und gerade so das Abiball-Video vielleicht gesehen hat. Ich fand mich da, oder auch wenn ich heute diese Bilder angucke, unglaublich zierlich. Also gerade so um die Schulterregion sah ich halt so schmal aus. Und das hat mir eigentlich nicht gefallen, dass ich da so sehr zierlich und fast schon schmächtig aussah. Und da gefällt mir eigentlich meine jetzige Figur deutlich besser. Auch wenn ich manchmal so denke, ja, also deine Beine waren damals schon ein bisschen dünner, war schon auch nice. Aber es ist niemals so, dass ich das dann wirklich auch durchziehe, sondern dass ich einmal mal kurz mit dem Gedanken spiele, den aber dann auch wieder aus meinem Gehirn verscheuche. Weil das Ding ist, wenn man nicht von Natur aus super, super dünn ist, muss man immer so ein bisschen den Kompromiss finden zwischen so will ich aussehen und so will ich leben. Und wenn ich jetzt wieder abnehmen möchte, um auf die Figur zu kommen, die ich vielleicht vor ein, zwei Jahren hatte oder so, dann müsste ich auf jeden Fall meine kompletten Essgewohnheiten umstellen, mich anders, also mich komplett irgendwie einschränken in dem, was ich esse, wieder Kalorien zählen und so weiter. Und das möchte ich ja alles nicht. So möchte ich eben nicht leben. Und ich bin ja trotzdem mega zufrieden mit meiner jetzigen Figur und finde es sogar in einigen Bereichen, also gerade hier an den Schultern, besser als vorher.
also einfach nur so aus meiner Sichtweise, nicht jetzt irgendwie Body-Shaming-mäßig oder Skinny-Shaming-mäßig gemeint. Jeder ist schön, so wie er ist, also jeder Körper ist schön, so wie er ist, aber ich fühle mich persönlich einfach so wohler. Ja, und deswegen ist das für mich der Kompromiss, dass ich jetzt halt nicht mehr so mega dünn bin wie früher, aber halt auch einfach mein Essen mehr genieße als früher. Genau. So, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und zwar, wie kann man Nein zu Drogen sagen im Freundeskreis? Das ist eine Frage, die habe ich gelesen, mit der habe ich mich dann echt eine Weile beschäftigt. Und ich bin zum Schluss gekommen, es gibt da irgendwie nichts, wo man irgendwie, was man cool ist, sagen kann. So von wegen, nee, ich mache das nicht, weil das und das. Also irgendeine Ausrede finden. Weil das wirkt dann alles irgendwie einfach wie eine Ausrede. Und da bin ich zum Entschluss gekommen, wieso kann man nicht einfach Nein sagen in einem selbstbewussten Ton und in einer aufrechten Körperhaltung, und das muss dann akzeptiert werden. Also erstmal finde ich es generell ein bisschen uncool, in einem Freundeskreis zu sein, wo Drogen konsumiert werden, aber das macht ja jetzt den Charakter von den Freunden nicht schlecht, aber den Charakter von den Freunden würde es schlecht machen, wenn sie dich dann deswegen irgendwie auslachen oder so, wenn du sagst, nee, ich möchte das nicht. Ja, deswegen einfach wirklich selbstbewusst sagen, nee, passt auf, ich mach da nicht mit, ich möchte das nicht. Und gut ist, und wenn die das akzeptieren, alles cool, wenn nicht, dann weiß ich nicht, möchte ich mal irgendwie schauen, dass du dich ein bisschen von denen distanzierst. So, wir sind jetzt bei der letzten Frage angekommen. Ich habe hier noch ein bisschen Essen vor mir, was ich dann jetzt mal in Silence genießen kann. Also auch ein bisschen schwierig für mich, immer zwischendurch dann so viel zu reden. Aber ich glaube, das Video ist auch so schon lang genug. Ich hoffe an dieser Stelle wieder, dass es euch gefallen hat. Und vielleicht habt ihr mit mir gekocht, mit mir Abend gegessen. Wenn ja, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Finde ich irgendwie mega cool, wenn ich wirklich euer Food Buddy gewesen bin und euch so ein bisschen Gesellschaft leisten konnte. Ja, wenn ihr weitere solche Videos haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.